dann habe ich das auch nochmal hochgerechnet, wenn man zum Beispiel Privatpatienten behandelt, kriegt man, also es war zumindest vor vielen Jahren so ungefähr, ich glaube 100 Euro oder jetzt vielleicht sogar 110 Euro. Das zahlt übrigens alles jeder, der Beiträge bei AOK und so weiter, na, privat nicht, aber sonst schon. Und also wenn Sie mal schauen, wer alles so eine psychologische Betreuung braucht, dann haben wir also bei, wenn einer 30 Stunden in der Woche arbeitet, manche schaffen auch bloß 20 oder 15 Stunden, weil sie sagen, mehr schaffe ich nicht, weil ich muss ja danach noch die ganzen Berichte schreiben, an die Kasselärztliche Vereinigung muss ich dann noch schreiben und alles, das ist mir zu viel. Manche arbeiten dann bloß 20, 25 Stunden, manche arbeiten gern 30 oder auch noch ein bisschen mehr. Also bei 30 mal 110 Euro, jetzt mal gemittelt genommen, mal 4,2 im Monat, hochgerechnet aufs ganze Jahr wohlgemerkt, 13.860 Euro.